Hallo und willkommen hier beim Green Me Up Kanal. Ich bin Lisa und ich möchte heute mit dir über das Thema Wollläuse sprechen. Du kannst natürlich viel tun, um Schädlingen wie Wollläusen zum Beispiel vorzubeugen, aber 100% schützen können wir uns alle leider nicht. Deswegen möchten wir heute darüber sprechen, wie du erstens den Befall von Wollläusen an deiner Pflanze erkennst, zweitens, was du erstmal dagegen tun kannst, um sie loszuwerden und abzuwaschen, und drittens, wie du Wollläuse dann halt auch langfristig bekämpfen kannst, also entweder mit chemischen Mitteln, mit Hausmitteln oder auch mit Nützlingen. Und bevor wir jetzt richtig loslegen und in das Thema einsteigen, freuen wir uns, wenn du unserem Kanal mit vielen Tipps rund um Zimmer- und Balkonpflanzen folgen möchtest. Und wenn dir dieses Video nachher gefallen hat und wir dir helfen konnten, freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen hoch. Und jetzt geht's los. Also, wie erkennst du Wollläuse an deinen Pflanzen? Wollläuse sind Schädlinge, die 1 bis 2 mm groß werden können und die du, wenn sie ausgewachsen sind, tatsächlich auch mit bloßem Auge an deiner Pflanze erkennen kannst. Die sind dann wirklich zwar nur so klein, aber wenn du mal genau auf den Blättern oder unter den Blättern schaust, kannst du sie laufen sehen. Und ein Tipp, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann nimm doch mal dein Handy zur Hand und starte ein Video und zoom ran. Dann kannst du wirklich gut erkennen, dass dort Tierchen unterwegs sind. Noch auffälliger als die Tierchen selbst sind die Hinterlassenschaften. Das sind zum einen so watteähnliche weiße Nester in den Blattachsen oder auf und unter den Blättern deiner Pflanze. Die sehen wirklich ein bisschen aus wie Watte und das ist schon ein eindeutiges Zeichen für den Befall von Wollläuse. Daneben hinterlassen Wollläuse aber auch so Honigtau auf den Blättern. Das ist so ein klebriger Film auf den Blättern oder unter den Blättern. Wenn du diese Anzeichen entdeckst, dann kannst du dir leider wirklich sicher sein, dass es Schmierläuse sind. Auch deine Pflanze selbst wird nach einem Befall immer schlechter aussehen. Die Blätter werden dann von innen heraus gelb, fallen ab oder werden matschig. Wenn du also irgendwas von diesen ganzen Punkten entdeckst, dann solltest du wirklich schnell handeln, denn deine Pflanze leidet unter dem Befall. Und was du tun kannst, das klären wir jetzt. Also, was ist zu tun? Wie wirst du deine Wollläuse los? Am besten solltest du den Befall schnellstmöglich entfernen. Und dafür gehst du wie folgt vor. Du brauchst eine kleine Schale mit Wasser und einem Spritzer Spüli drin. Dann am besten ein Küchentuch, was du befeuchten kannst, und du kannst auch gerne Handschuhe, so einmal Handschuhe zur Hand nehmen, denn es ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn du das mit bloßen Händen machen musst, und so kleine Handschuhe helfen da eigentlich ganz gut. Außerdem ist es gut, wenn du Wattestäbchen zur Hand nimmst, denn damit kannst du besonders gut die Blattachsen bearbeiten, wo diese Nester der Wollläuse sich festsetzen. Und jetzt gehst du einfach genauso vor, dass du dir die Handschuhe anziehst, das Wasser einmal gut so umrührst, dass überall Spüli drin ist. Dann befeuchtest du das Küchentuch ordentlich und wischst richtig gut deine Blätter, die befallenen Blätter der Pflanze von oben und von unten, ganz wichtig, gründlich ab. Und da kannst du auch wirklich ordentlich Wasser und Spüli benutzen. Also hier ist es wirklich wichtig, dass du gründlich vorgehst und alles entfernst, was du sehen kannst. Auch mit dem Wattestäbchen schön in den Blattachsen schauen, dass du alle sichtbaren Nester entfernst. Und wenn der Befall schon wirklich sehr fortgeschritten ist, kannst du deine Pflanze auch gerne nehmen und unter dem fließenden Wasserhahn oder je nachdem, wenn es eine große Pflanze ist, auch unter die Dusche stellen. Das hilft dir einfach, dass du den groben Befall auch vielleicht so mit der Hand abwaschen kannst und wirklich alles am Ende weg ist, was zu sehen ist. Wenn du natürlich auch siehst, dass schon Blätter in Mitleidenschaft gezogen sind von deinen Wollläusen, wo auch viele Wollläuse dran kleben, dann schneid ruhig auch ordentlich befallene Teile deiner Pflanze ab. Denn retten kannst du sie wahrscheinlich sowieso nicht mehr und die Chance, dass sich da Wollläuse noch stärker dran vermehren, ist relativ groß. Deswegen, wenn es halt sehr schlimm ist, dann schneid auch ruhig mal einen Teil der Pflanze ab. Nun ist deine Pflanze von dem gröbsten Befall befreit und das ist schon mal richtig gut und sehr wichtig. Es gibt aber auch Schmierläuse, die du vielleicht nicht beim ersten Reinigen erwischt hast und die möchtest du jetzt mit Hilfsmitteln bekämpfen. Damit kannst du starten mit einem chemischen oder Mittel, das du kaufen kannst. Dazu zählt zum Beispiel das Neemöl. Das Neemöl mischst du mit Wasser nach Packungsanweisung des Herstellers und besprühst deine Pflanze damit. Die Wollläuse, die dann übrig geblieben sind, nehmen dieses Neemöl auf und sterben daran. Und hier achte darauf, dass du deine Pflanze wirklich richtig kräftig einsprühst, also dass wirklich quasi diese Lösung von den Blättern tropft und in jede Ritze reinläuft. Denn sonst ist es die Gefahr halt groß, dass doch eine Schmierlaus drumherum kommt und am Ende sich wieder vermehren kann. Neben einem Mittel, was du kaufen kannst, gibt es aber auch schon 1, 2 Hausmittel, die du vielleicht zu Hause hast, die schon erstmal gegen Schmierläuse helfen. Und wie wir schon gestartet haben, mit Spüli kannst du auch weitermachen. Denn das Spülmittel hilft, dass die Wollläuse davon erstickt werden und dazu trocknet das die Wollläuse auch aus, dass sie daran sterben. Das heißt, es ist gut, wenn du mindestens einmal die Woche diesen Vorgang mit dem Spüli in dem Wasser und einmal ordentlich alle Blätter abwischen, wenn du das ruhig 3 bis 4 Mal wiederholst. Denn dann kannst du wirklich sicher sein, dass du auch nachkommende Generationen der Schmierläuse immer wieder beseitigst. Ein weiteres Hausmittel, was hilft, ist Essig. Dazu mischst du einen Haushaltsessig, zum Beispiel Apfelessig, mit Wasser in einem Verhältnis von 1:1 und besprühst deine Pflanze ordentlich damit.
Der Essig wirkt desinfizierend und tötet die Wollläuse genauso ab. Das heißt, jedes Mal solltest du deine Pflanze reinigen mit dieser Spülmittellösung und danach kannst du sie zusätzlich noch mit diesem Essigwasser einsprühen. Damit solltest du schon wirklich gut gewappnet sein gegen Wollläuse. Zu allerletzt ein dritter Tipp, wie du Wollläuse loswerden kannst, und zwar mit Nützlingen. Denn die Natur hilft sich natürlich auch gegenseitig. Es gibt natürliche Feinde der Schmierläuse und das sind zum Beispiel Florfliegen. Du kaufst in Online-Shop, wie zum Beispiel bei uns, Florfliegenlarven und gibst sie auf die Pflanze. Diese Nützlinge schlüpfen dann dort und fressen die Wollläuse auf, bis alle weg sind. Sobald alle Wollläuse beseitigt sind, sterben auch die Florfliegen von alleine ab. Somit hat die Natur besiegt. Und du musst dir auch keine Sorgen machen, dass du selber davon befallen wirst oder deine Haustiere oder Kinder, denn die einzigen Wirte der Florfliegen sind die Wollläuse. Und wie gesagt, sobald alle Wollläuse weg sind, sterben auch die Florfliegen. Auch diese Anwendung kannst du öfters wiederholen, damit du dir wirklich sicher bist, dass alles weg ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel und ist auch eine sehr zuverlässige Variante, um Wollläuse langfristig loszuwerden. Das waren unsere Tipps rund um das Thema Bekämpfung der Wollläuse auf deinen Pflanzen. Wir hoffen natürlich, dass dir das hilft und dass du deine Pflanze schnell wieder bereinigen kannst von Wollläusen. Wenn du vielleicht noch nicht ganz sicher bist, was für andere Schädlinge deine Pflanze haben könnte, dann schau doch mal weiter hier unten. Da haben wir noch viele weitere Videos rund um die Pflege deiner Pflanzen und möchten dir natürlich immer helfen, dass du das Richtige findest, damit deine Pflanzen gesund bleiben. Und wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, dann schreib sie uns unten in die Kommentare und wir helfen dir immer gerne weiter. Bis zum nächsten Video.